Das soll Genuss bereiten? Ja, ziemlich frisch heute, oder? Sehr, ja. Sehen Sie doch Socken aus. Ja. Den schon, den das schon, ist ja. Trainingssache. Mhm. Ich bleibe so. Christoph Hahn und Masako Ota treffen sich zur Gehmeditation. Sie ist Pianistin, er Mönch des japanischen Zen-Buddhismus. Für ihn gehört Askese zum Alltag. Für mich ist Askese einfach Übung. Also Askeo, griechisch, heißt ich übe, konzentriert und aufmerksam. Wenn er den ersten Fuß anhebt, atmet er ein. Vom Abheben der Ferse bis zum Abheben des Zehs. Dann setzt er den Fuß wieder auf und atmet dabei aus. Körper, Atem und Geist verbinden sich. Der Atem atmet mich, ich werde geatmet. Ich überlasse mich dem Gehen, ich überlasse mich dieser Bewegung. Nochmal, dann ist dieses, ich will jetzt das tun, ich möchte jetzt gern das erreichen, ich will jetzt ganz entspannt sein und ich will mit dem Wetter gut klarkommen, es ist ja kalt und feucht. All diese Gedanken spielen irgendwann keine Rolle mehr. Die sind erst schon da, aber die lösen sich auf, weil ich einfach eins werde mit dem Tun. Dieser Zustand, Flow, für Christoph Hahn ein Genuss. Trotz oder gerade wegen der herausfordernden Langsamkeit und der Reduktion. Das ist was Wunderbares, weil da alles andere wegfällt. Also ich muss nichts tun, ich muss nichts erreichen, ich muss nirgendwo hinkommen. Ich bin einfach da in dieser Bewegung. Das ist genussvoll. Das ist Präsenz tatsächlich, ja. Das ist Genuss, Lebendigkeit. Die Zen-Meditation stammt aus Japan, so wie Masako Ota. In Tokio hat sie Klavier studiert und entdeckt, was für ein Genuss ihr ausgerechnet eine hochkomplexe Musik bereitet, die der deutschen Romantik. Ihr Professor hat ihr deshalb empfohlen, nach Deutschland zu ziehen. Und in Deutschland eben lernt man einfach auch von Leben. So hat er gemeint. Und genau, und dann für mich war deutsche Romantik war für mich ganz so, dass ich mich sehr nah gefühlt hatte. Vor allem Robert Schumann. Seine Kompliziertheit war mir sehr nah. Ich habe wirklich ihn sehr geliebt und ich habe mich auch sehr verstanden gefühlt von ihm. Ja. Noch immer ist Schumanns Musik ein Genuss für sie. Ebenso wie die oft noch komplexere von heute. Einer Freundin zeigt sie Aufnahmen von einem Konzert davon. Aber in der Fremde hat sie sich wieder der japanischen Kultur, Kunst und Philosophie angenähert. Zum Tee bei ihrer Freundin hat sie Schalen ihrer Eltern mitgebracht. Tee ist dann ganze, ganze Welt drin oder so ganze Weltall drin, so sagt man dann in Japan. Und so betrachtet man dann ein bisschen die Welt. Ich habe einen kleinen abnehmenden Mond. Ja, stimmt. Das ist auch ein abnehmender Mond. Ist auch. Die Welt in der Teetasse. Genuss durch Reduktion bietet Masako Ota auch die Kalligraphie. Wenn sie das Zeichen für Herz schreibt, nimmt es auf dem Papier weniger Raum ein, als es freilässt. Raum für Fantasie. Besonders gern lauscht sie der völligen Reduktion, der Stille. Da nimmt sie am besten den Atem wahr, die Natur, das Leben, die Gegenwart. Meditation ist eigentlich Leben und Meditation ist immer da. Und damit der Genuss. Durch ihre Musik auch für großes Publikum. Der Zen-Mönch Christoph Hahn hat schon viele Konzerte von ihr genossen. Wenn sie sich ans Klavier setzt, dann spüre ich sofort ihre Präsenz. Das überträgt sich auf Zuhörer sofort. Man spürt das mit.
Gerne spielt Masako Ota auch bei ihrer Freundin. Für beide ein Genuss. Was macht das? Mal schauen, wie das dann aussieht.